Es geht weiter mit Let's Play Mario und Luigi Superstar Saga. Und wir sind nun im Flughafen von Bohnenburg. Und wow, das sieht schon ziemlich cool aus. Ja, das hat echt was von einem Flughafen. Ach, und dich haben wir ja auch noch. Wieso kommt Prinzessin Peach wohl nach Bohnenland? Das Flugzeug von Prinzessin Peach kommt wohl ein wenig später an. Und was ist mit dir? Man hört, aus dem Pilzkönigreich kommt ein super prominenter VIP zu Besuch. Ich werde ein Beweisfoto machen und diese Info den Informanten für einen Wucherpreis andrehen. Ja, Paparazzi halt. Bonair hat den Flugverkehr zurzeit wegen Wartungsarbeiten eingestellt. Achso, deswegen können wir nicht fliegen. Wow. Mario, Luigi, Hilde Bonair verlangt nach euch. Kommt bitte zur Landebahn. Einfach mir nach. Ist das nicht viel zu gefährlich, wenn das Flugzeug hier jeden Moment landet? Wenn es nicht gestattet, Witzwein mit an Bord zu nehmen. Wir bitten um Verständnis. Ja, wie an den echten Flughäfen. Obwohl, da darf man ja so gut wie gar keine Flüssigkeiten mitnehmen. Ah, Mario und Luigi. Marmella ist sehr froh über eure Taten in der Lachhochschule. Aber es hat sich ein kleines Problem mit dem Empfang von Prinzessin Peach ergeben. Auf der Landebahn wachsen Piranha-Pflanzen, deshalb kann man dort nicht landen. Oh ja, und das ist natürlich schlecht. Luigi, was machst du da mit der Pflanze? Was? Wie? Die Pflege wurde vernachlässigt? Dafür war aber auch keine Zeit, wegen dem Lugbilla-Problem. Oder, na gut. Und ich war auch noch eingesperrt, bestimmt ein halbes Jahr lang. Zunächst einmal muss etwas mit den Piranha-Pflanzen geschehen. Denkt daran. Oh, und auch das tut ihr für die süße Prinzessin Peach. Also los, Mario, Luigi, zeig diesem grünen Sondermüll den Weg in die Tonne. Aber das ist doch ganz legitim, das ist halt Natur. Aber na gut, es muss natürlich entsorgt werden. Ist halt ein Flughafen. Ich will jetzt mal gerne was ausprobieren. Das habe ich ja schon mal... Ja, okay, jetzt war ich zu nah dran. Auf jeden Fall, ich meine, das war so, dass die Pflanzen eine Feuerschwäche haben. Ist ja auch so, man konnte ja auch damals... Nee, das heilt die. Das gibt's auch noch. Ups. Es gibt sogar Pflanzen, die können dadurch geheilt werden. Aber das ist auf jeden Fall sehr effektiv. Nice. Gut, dann ist jetzt schon mal die erste down. Ich gucke mal kurz, was hier rechts noch ist oder ob hier noch weitere Bohnen sind. Da können wir auch noch was mit anrichten. Ich glaube sogar, das war sogar der Schlüssel für die Lösung. Aber das machen wir aber jetzt nicht, oder? Also ich weiß, wir müssen irgendwas mit dem Wasser noch machen. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Wir kämpfen einfach mal weiter gegen die ganzen Pflanzen. Die geben ja schließlich auch noch gute Erfahrungspunkte. Und schon viele Bohnen, die hier zu finden sind. So, machen wir dich mal fertig. Doch blöd ist, dass sie auch mal anfangen dürfen. Ich denke mal, ein Sprung wird auch keine gute Lösung sein. Aber egal, der Hammer reicht ja auch schon aus. Wir haben ja schließlich jetzt Orden, die uns overpowered machen. Und hier links sind da noch weitere. Da ist ein Ei. Das geht wohl nicht kaputt. Obwohl, ich kann es mal testen. Na, nicht wirklich. Ich weiß echt geil, dass hier so viele Bohnen sind. Das ist dezent gut. Und schon wieder ein Speicherbuch. Nice. Rollfeld. Und sonst töten wir. Moment. So, nice. Ach, das geht gar nicht. Man kann die gar nicht irgendwie früher treffen. Oh, Luigi ist fast tot. Oh. Ist natürlich nicht so toll. Ah, die geben auch nur 6 Erfahrungspunkte. Die sind noch ziemlich schwach. Ja, erstmal hier Pilz. So. Aber naja, wir machen einfach mal alle fertig. Da sind noch mehr. Und noch mehr Bohnen. Sehr schön. Das liebe ich doch. Grinsebohne. So. Nochmal eine Grinsebohne. Da brauchen wir eh noch ein paar von. Da kann man echt nie genug von haben. Schon alleine wegen diesen ganzen Cafés. Denn man hat ja gesehen, was das alles für Mächte sind, die man da bekommt. Für mich als Pflanzenforscher ist die Piranha-Pflanze von extremer Faszination. Die Blütenblätter dieser Pflanze saugen gerne viel Wasser in sich auf. Auch in regnerischen Tagen verbirgt sich die Pflanze im Boden, damit die nassen Blätter keinen Schlag vom Gewitter bekommen. Ah, okay. Und hier haben wir sowas nochmal. Was ich ja so sonderlich gut kann. Ne? Okay, es ist schon mal besser. Beim letzten Mal habe ich ja, glaube ich, nur 3 Punkte oder so gemacht. Ist natürlich nicht so toll.
Auch was ist unser neuer Rekord? So. Auf jeden Fall das mit diesem Wasser, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Tipp. Ah, okay, 23 ist aber eine gute Zahl. Das werden wir jetzt auch mal ausprobieren. Aber natürlich mit Mario, Luigi mag das ja nicht. Ich frage mich nur, können wir jetzt auch dann wieder das so einfach machen, dass wir dann so... Ja, okay, das funktioniert. Denn das wird das uns auf jeden Fall noch ein bisschen interessanter machen, denn das werden wir auch benötigen für was ganz Bestimmtes. Sonst haben wir keine Chance, denn da wir müssen auch noch dieses riesige Ei denken, das wir hier haben. Und auch hier sieht man jetzt noch nichts von. Ach genau, ich habe noch was vergessen. Auf jeden Fall reicht es erstmal, die alle jetzt hier so blau zu machen. So, das waren alle. Und jetzt haben wir die jetzt haben wir ja Donner abbekommen. Ups, war vielleicht zu weit weg. So, nehmt das. Und das wird jetzt auch schön geleitet. Und zwar an das Ei weiter. Und damit kriegt es schön Schaden. Noch habe ich voll vergessen, muss ich ja auch noch elektrisieren. Elektrisieren. Whatever. Ich hoffe, dass die anderen jetzt auch noch so blau sind. Weil jetzt habe ich ja die Map gewechselt. Ob das jetzt noch so anhält. Nö. Muss ich nochmal kurz machen. Na gut. Ach, ich vergesse das immer wieder. Das war auch eine interessante Art, auch, dass man auch eine Art auf eine andere Weise mal Gegner besiegen kann. So, ich vergesse jetzt immer wieder. Alte Gewohnheit, dass ich mal sofort dahin will. So, dann machen wir die Hand mal auf dich. Und links waren ja auch noch mal zwei Stück. Ob das Ei zerbricht, aber immer mehr. Ich frage mich nur, was da drin ist. Hoffentlich nichts Böses. Aber nein, das Ei muss geräumt werden, weil ist ziemlich schlecht, wenn das ist jetzt ziemlich großes Ei und wenn das Flugzeug dann darauf landet. Das sollte besser nicht so sein. Nee, nee, so lieber nicht. Okay, dann ist die vorletzte. Das Ei zerbricht auch immer mehr, wie man schon sieht. So. Ich finde es auch egal, wie symmetrisch es einfach mal so zerbricht. So eine Ranke ist immer so für einen symmetrischen Teil zuständig. Aber jetzt kommt die letzte. Und das macht... Oh! Ja, natürlich, ein Boss. Das war natürlich abzusehen. Kann ich da drauf springen? So, springen wir mal. Ich glaube, das hat nichts gebracht. Aber das ist auch mal interessant. Einmal so richtig, das ist auch ein richtig spontaner Bosskampf, ne? Ohne Einleitung, ohne irgendeine Cutscene vorher. Oder ich würde sagen, ich mache erstmal die Pflanzen hier tot. Denn die haben nicht viel zu melden. Und tschüss. Oh, und die erschafft neue. Ach, ich glaube, die blauen Pflanzen, die haben dann wiederum eine Feuerschwäche. Ja, genau, so war das. Ach, sondern die können Blitzschaden machen. Ah, genau, so war das. Ist mir ganz recht, weil Mario ist ja eh deutlich stärker. 112, wow. Ach, die rasten dann aus, okay. Ach, Mann, und das ist ja richtig random, die angreifen. Oh mein Gott, nee. Das ist ja richtig random. Ansonsten wird es, glaube ich, mal Zeit für eine Paar-Attacke, würde ich sagen. Ach, das hätte ich anders machen können. Ach nee, Luigi verreckt jetzt, glaube ich, gleich, oder Mario. Beide so ein... Ja, Mario ist tot. Nein! Nein! Ach, jetzt kommt das. Nein, das ist Mist. Das ist richtig blöd. Und die kann sich auch noch heilen. Okay. Was? Und jetzt kann die nochmal angreifen? Wow, das war... Ach, Moment mal. Ich habe das gerade gesehen. Wir haben ja diesen Orden ausgerüstet. Jetzt gibt es erstmal einen Mana-Pilz. Genau, das kann ich gleich nochmal zeigen. Vielleicht habt ihr das auch gerade gesehen. Wir können leichter ausweichen. Haben wir das mal dieses Problem? Ja, genau. So kann man das auch noch rüberwerfen. Genau, das meine ich. Da können wir noch so ganz kurz in der Luft bleiben. Das ist geil. Da blitzt Luigi nun jetzt noch defensiver. Da müssen wir wohl doch erst die ganzen Pflanzen kaputt machen, wie es scheint. Boah, 138 Schaden. Wow.
Oder es darf vielleicht nur einer am Leben sein. Das könnte auch noch möglich sein. Aber komm, ist mir egal. Ich mach die jetzt auch erstmal tot. Mach mal ein bisschen hier mit Schlagbruder. So. Okay. Ach, okay, ich mach das, glaube ich, nur einmal, dass da neue erstellt werden. Ist mir recht. Jetzt können die sich auch nicht mehr heilen. Und jetzt geht sie am Kragen. Und zwar sowas von. Tschüss. Und das war's auch schon. Stachelkiller haben wir bekommen, erneut. Sehr schön. Und kriege nochmal ein Level up. Ich werde aber Luigi wieder ich habe den Erfahrungspunkte Orden geben. Und ja, mehr Brüderpunkte. Dafür wird's mal Zeit. Plus 5. Epic. Da bist du nun tot. Schön. Und der furzt sie zu Tode, oder was? Warum nicht? Okay, wir haben es geschafft. Dann sagen wir mal hier dem Hilde Wohner Bescheid. Gut gemacht, ihr beiden. Jetzt können wir Prinzessin Peach gebührend empfangen. Ah, okay. Natürlich schon mal schön beleuchtet. Sind wir ein bisschen zu nah dran an der Landebahn? Oder jetzt haben wir gerade so einen Sicherheitsabstand, was jetzt noch nicht gezeigt wurde? Auf jeden Fall, da ist es das Flugzeug. Ein bisschen rund gebaut. Schloss Bonia, Palastgarten. Hä, was ist los? Schweigt alle still! Es spricht Prinzessin Peach, die Herrin des Pilzkönigreichs. Nein, die darf nicht sprechen. Sonst sterben wir alle, wahrscheinlich. Nein! Was? Was? Mario, Luigi, danke für alles. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Es war schön, aber warum? Ihr müsst euch nicht wundern. Ach, ich habe noch mit dem alten Mann gesprochen. Die Stimme der Prinzessin Peach war nämlich gar nicht gestohlen. Was? Das war also alles Fake? Ich kannte Lugmillas Plan, weil ich so awesome bin, Peach Stimme zu stehlen und habe die Prinzessin gewarnt. Okay, der hat alles schon vorher irgendwie, der hat die spioniert oder sowas. Das kennen wir aus dem Intro. Ja genau, das so war es ja. Ah, okay. Und die haben das. Das war so gar nicht die echte, aber wer war das dann? Die gestohlene Stimme gehörte der Prinzessin dieser Prinzessin Peach hier. Was? Ein Klon? Es war Birdo. Oh mein Gott. Deshalb hat die Sternbohne auf die Stimme so seltsam reagiert. Oh. Und da Birdo eh keine richtige Stimme hat, hat das also nichts gebracht. Also, wir waren Lugmilla, obwohl die so kurz vor ihrem Herrschaftsplan war, der auch funktioniert hätte, waren wir also praktisch immer zwei Schritte voraus, weil egal was sie geschafft hätte, die hat sowieso letztendlich verloren. Nein, das Problem ist nur, ja, sie hat jetzt trotzdem jetzt noch mehr verloren, weil selbst wenn sie jetzt die echte Peach bekäme, die hat die Sternbohne nicht und die kann sie jetzt nicht mehr bekommen. Wir waren Lugmilla also wirklich ein bis zwei Schritte voraus. Warum lachst du so wie Lugmilla? Mario und Luigi, entschuldigt, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Als ihr beiden im Pilzpalast war, wollte ich euch direkt die ganze Wahrheit sagen. Aber dann kam plötzlich Bowser. Und ich hatte keine Gelegenheit mehr, euch alles zu erklären. Aber es ist gut, dass ihr Lugmilla besiegt habt. Ende gut, alles gut. Aber naja, so schnell ist es noch gar nicht vorbei. Wenn wir uns mal daran erinnern, was Lugmilla im letzten Part gemacht hat. Denn sie hat neue Macht erlangt. Naja, vielleicht hat sie einen neuen Plan. Hoffen wir mal nicht. Übrigens, wegen der Sternbohne. Es könnte aber natürlich auch sehr möglich sein, dass ihr vielleicht ihr Plan jetzt egal ist und sie einfach nur Rache will. Und mit ihrer neuen Kraft, nämlich Bowser, könnte sie es vielleicht sogar schaffen. Verdammt. Sie hat sich wohl in vier Teile gespalten und die sind irgendwo hingefallen. Ich gehe auf die Suche nach der Sternbohne. Ja, aber wie die da zusammengesetzt wird, also das dann fängt alles wieder von vorne an. Lass sie doch einfach verschwunden sein. Besichtigt ihr doch mit Peach zusammen die Attraktionen unseres Landes. Ach, ich bin so epic. Und Luigi scheint ihn echt zu mögen. Andererseits kann natürlich auch sein, dass, ja, dass Lugmilla nun unter den vier Teilen her ist. Das kann natürlich jetzt auch noch dazukommen. Dass dann andererseits wieder ganz gut ist, wenn wir die dann zuerst finden.
Und, ah, da ist ja Peach. Ah, Mario! Mal wieder zur rechten Zeit am rechten Ort! Mario, Luigi! Ich habe mich gerade mit Königin Marmella unterhalten. Wusstet ihr, dass es in diesem Land eine Toadsiedlung mit dem schönen Namen Little Toad Town gibt? In diesem Ort leben Toads, die in dieses Land gezogen sind. Da ich schon einmal hier bin, sollte ich die Prinzessin vielleicht die Toads in Little Toad Town besuchen. Prima Idee, aber um nach Little Toad Town zu kommen, muss man durch das Gröltal, was nördlich von hier gelegen ist. Im Gröltal leben Monster, die es ziemlich gefährlich. Als Kanzler des Pilzkönigreichs protestiere ich! Es ist Wahnsinn, in ein fremdes Land durch ein Gebiet voller Monster zu reisen! Wenn allerdings Mario und Luigi dabei wären! Mario, Luigi, ihr habt Hauswort doch sicher verstanden. Ihr begleitet mich doch sicher nach Little Toad Town, oder? Oh, no. Warum nicht? Ja, genau. Zufrieden, alter Herr? Aber passt bitte gut, aber ganz, ganz gut auf euch auf, Prinzessin. Wir beginnen sofort mit den Vorbereitungen. Mario, geht ihr schon vor? Wir treffen uns am Eingang des Gröltals. Nun, Königin Marmella, entschuldigt uns. Eure Prinzessin ist nicht nur hübsch, sondern auch klug und entschlossen. Naja, viel erreicht hat sie nicht. Na gut, die leben im Pilzkönigreich immer noch besser als in deinem Bohnendorf und als im Lachdorf. Und das heißt was, denn die haben ja noch nicht mal vollendete Wohnungen. Bei Peach haben ganze Familien wenigstens eine Einzimmerwohnung, die zumindest richtig funktioniert. Aber das hier übertrifft das dann auch mal völlig. Ich bin beeindruckt von diesem starken Charakter. Mario, Luigi, ihr seid mir für die Sicherheit für der Prinzessin verantwortlich. Möchtet ihr zum Gröltal, so wandert von der Stadt aus in nordöstliche Richtung. Okay, da machen wir das mal. Aber ich würde sagen, an sich ins Gröltal gehen wir dann erst im nächsten Part. Also das wird auch nochmal interessant. Überhaupt eine Siedlung, die nach Toads praktisch aufgebaut ist. Was ich nochmal gucken möchte, wir haben jetzt am Flughafen jetzt ja so viele Bohnen bekommen, ob wir jetzt erneut nochmal einen neuen Kaffee mixen können. Weil ich glaube, da war ja einer, da haben uns ja nur zwei Bohnen gefehlt oder so. Und jetzt will ich mal kurz gucken, was jetzt vielleicht die waren, die uns noch gefehlt haben. Diese paar Grinsebohnen, die wir noch brauchten. Das war, glaube ich, der allerletzte Kaffee, den wir noch nicht hatten. Was gibt's noch? Ich glaube, das waren diese anderen Bohnen. Aha, die waren das, okay. Ach, nein, zum Menü, so. Das ist jetzt so ein bisschen unübersichtlich gemacht, muss ich sagen. Das wäre auch ganz gut gewesen, wenn man vielleicht irgendwie so eine Übersicht hätte, welche Cafés man schon mal gemischt hat und welche noch nicht oder so. Aber, naja. Ich glaube, ich habe es noch so weit im Kopf. Wenn nicht, dann haben wir halt welche mal zweimal gemischt. Das ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Also nordöstlich von hier. Ich werde erstmal den Lakito loswerden. So, einmal hier durch. Ich denke mal, das wird hier sein. Und, ach. Okay, ich glaube, ich werde den Part lieber in Schloss Bonia beenden. Das ist deutlich sicherer. Lasst mich in Ruhe. Okay, da geht's also nächsten Part dann ins Gröltal. Und, naja, ich könnte mal so noch gucken, was mit der Hand noch alles machen kann. Das können wir vielleicht sogar zuerst noch machen. Aber ich glaube, so viel ist es gar nicht. Also mir fallen es ab, so spontan ist, glaube ich, nur zwei Stellen ein, wo man die Hand noch gebrauchen konnte. Und, naja, dann sage ich mal, bis dann.